Guten Morgen. Aufstehen. Morgen. Ist das als, gilt das als wach? Ja, ne? Wenn er sich bewegt, ja. Das bin ich, Beatrice. Für 7 Tage ziehe ich ins Internat. Ab jetzt jeden Tag Wegdienst, feste Essenszeiten, Leistungsdruck. Morgen. Das Wort Internat verbinde ich mit Heimweh. Morgen. 7 Tage lebe ich mit Jugendlichen zusammen, die fast ihr halbes Leben im Internat verbracht haben. Fern von den Eltern. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, weit weg zu sein von zu Hause. Und davon handelt dieser Film. Clarissa frühstückt seit 2 Jahren jeden Morgen an diesem Tisch. Für die nächsten 7 Tage sitze ich im Speisesaal neben ihr. Fühlt sich an wie beim ersten Schultag. Du kennst keinen, keiner kennt dich. Endlich was zu tun. Bitte schön, wird dann so alles schön gestellt. Schwierig, in einer eingeschworenen Gruppe die Neue zu sein. This is your sports kit. Ja. For the week. Und dann das ist auch so ein Leibchen für Sport. So eine Bettwäsche ist alles da. Perfekt. Ordnung, das heißt, ist hier Schuhe. Die Zimmer werden alle kontrolliert. Ja, ja, ich etwas Ordnung muss schon sein. Jawohl, okay. Jawohl. Okay. Bis nachher, vielen Dank. Tschüss. Ein britischer Internatsleiter, Schulkleidung für den Sport. Das kenne ich von früher. Ich war auch mal für kurze Zeit in einem Internat. Uniform war da Pflicht. 40 Mädchen lagen Bett an Bett in einem Schlafsaal. Hanni und Nanni hatte ich mir damals anders vorgestellt. Oft hatte ich Heimweh. Lotte, die Mannschaften müssen sich jetzt anmelden. Clarissa liebt Moritz. Auch das gibt's natürlich im Internat. Liebe. Moritz ist eine Klasse weiter und schreibt nächste Woche sein Abitur. Wenn er die Zulassung schafft. Denn die steht offenbar auf der Kippe. So, kriegen wir 4 Teams oder haben wir mehr? Was für ein Ding? Am Access Point. So, Access Point. Der auf dem Kabel hängt und das Internet verteilt. Ja, und was machen wir jetzt? So, we need an Ankündiger. And that's going to be you, or you, Ellie. And you have to then say who's playing, right? Do you want to play? Girl power. We're going to win and we're going to surprise them. Teamgeist, auch das zählt im Internat. Are you an RT? Christoph ist der Jüngste hier. Eine seltsame Vorstellung. Christoph wird seine Kindheit und Jugend im Internat verbringen, ohne seine Familie. Erstes Spiel, wir gegen die Erzieher. Erzieher, komisches Wort eigentlich. Einfach rüber. Die Erzieher bekommen hier alles mit. 24 Stunden am Tag. Wer in wen verliebt ist, wer Schwierigkeiten hat, wer mit Prüfungsangst kämpft.
Nehmt bitte ein extra Blatt oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie viel ihr schreiben müsst. Eine Rekonstruktion ist im Test nicht mit dran. Es ist nur ein Parameter bestimmen bei einem Integral. Was? Ein Buchstabe. Lest bitte erst alles durch. Oh Gott, Mathe-Test. Allein das Wort Mathe-Test weckt schlimme Erinnerungen. Das heißt, du hast eine 50-50-Chance. Den Druck im Klassenraum kann ich förmlich auf der Haut spüren. Klar, Internat ist neben all dem gemeinsamen Spaß vor allem eine Schule, in der man wohnt. Hier wohnen auch Noten, Leistungsdruck und die Angst, es nicht zu schaffen. Alles unter einem Dach. Mal gucken, ob da irgendwie fehlt uns da ein Jahr. Ja, das stimmt. Abiturklausuren aus zwei Jahrhunderten lagern hier im Archiv. Das muss man sich mal vorstellen. Die Geschwister, Väter und Urgroßväter der jetzigen Schüler sind hier geprüft worden. Internatsgeschichte ist für viele eben auch Familiengeschichte. In den Regalen verstauben Briefe, die in den Zimmern gefunden wurden, in denen wir heute schlafen. Wie die Internatsschüler sich wohl gefühlt haben, damals. Das war toll geschrieben. Ich habe nämlich, als ich es gelesen habe, auch gegrübelt. Futurgebunden. Und das ist das hier, Exemplar Futurum. Betreuungsurkunde, Anzug. Ja, da scheitere ich dann. Ich glaube, hier oben ist am besten, aber hier anklickt. Was ist das, Herr? Wir. Ach, das sind wir? Das sind wir. Und ein A am Ende. Jetzt lacht er, ne? Wir, Prinz zur Lippe, edler Herr und Graf, zur Biester, Biesterfeld. Ja. Also mein Tee sieht aus wie eine 7. Sein Leben umstellen. Mhm. Steht das da oben? Mhm. Ja, das habe ich nur gelesen, weil das da. Also ich kann.
Oder sind die, bist du zuständig? Das ist ja eigentlich das Traurige eben, dass wir die Texte von unseren Großeltern schon gar nicht mehr lesen können. Ne? Mhm. Ist es eine Bürde für die Schüler, dass hier auch schon die Ahnen gelernt haben? Oder macht es das leichter, sich hier zu Hause zu fühlen? Die Familie war ja schon da. Nachmittags ist Rossleben wie ausgestorben. Lernstunde. Jeder für sich. Erst gegen 4 kommt wieder Leben in die Bude. Und genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Rumhängen mit Clarissa und den anderen Mädels. Eine was? Haben die eine Negerkussfabrik? Ich bin halt morgen Abi. War der Eimer voll? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich selber könnte zum Beispiel mein Kind nicht in der 5. Klasse ins Internat schicken. Aber ich glaube, wenn man dann einfach so beruflich eingespannt ist und dann es dem Kind, glaube ich, damit besser geht, dann ist es, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Ja, also ich muss echt sagen, es war die beste Entscheidung, die meine Eltern treffen konnten. Mich in der 5. vor allen Dingen auch schon aufs Internat zu schicken. In der 5. schon? Ja, finde ich schon. Weil da habe ich mich total anders entwickelt, als ich vielleicht zu Hause geworden wäre, weil ich überhaupt nicht unter dem Einfluss meiner Eltern stand. Mhm. Und habe eigentlich komplett eine eigene Persönlichkeit entwickelt, die gar nicht von meinen Eltern so groß geleitet war. Glaubt ihr, eure Geschwister haben andere Verhältnisse zu euren Eltern? Nö, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also dadurch, dass meine Geschwister auch direkt bei uns mit zu Hause quasi wohnen, ist es auch was komplett anderes, als wenn ich schon quasi mein halbes Leben hier im Internat, also die Zeit, die ich bewusst erlebt habe, nicht schon im Internat. Wenn ich hier zurückkomme und von wir runterfahre und schon das Internat sehe, habe ich richtig Herzklopfen immer. Da freue ich mich jedes Mal. Vor allem nach den Sommerferien richtig extrem, aber auch am Wochenende. Ja, oder auch noch in Osterferien, da ich schon mal 2 Wochen sein. Das ist auch schon. Ich finde, am schlimmsten ist es immer, wenn die Ferien anfangen, man erstmal nach Hause fährt und dann auf einmal alleine ist zu Hause. Ja. Und es ist keiner um einen rum, der einen den ganzen Tag nervt oder den ganzen Tag irgendwie um dich rum ist, sich mit dir unterhält oder so. Das ist richtig komisch am Anfang. Dann über die Woche gewöhnt man sich da so dran und am Ende der Ferien denkt man sich, ja, endlich wieder zurück, yeah. Ja. Und? Hast du Spaß? Werde ich keine Kinder kriegen können. Verschaffe dir einen besseren Einblick. Das ist so ein mega cooles Antwortenbuch. Man stellt eine Ja- oder Nein-Frage und dann steckt man das Buch auf und kommt eine Antwort. So, wir versuchen das jetzt. Ja, wird Charlotte ihr Abitur bestehen? Nein, so direkt fragen wir nicht. Ich gehe mit Deutsch an, okay? Ob ich morgen ein gutes Gefühl habe nach meinem Deutsch-Abitur. Mach dir keine Sorgen. Yeah! Ich frage nochmal, ob ich mein Abitur. Das wird schön, dir Kraft geben. Das Abitur gibt dir Kraft. Das Abitur gibt dir Kraft. Das heißt, du bestehst. Ja, ja, und es wird ein super gutes Abitur, ja, weil es gibt dir Kraft zum Durchstand. Ja. Ja. Und die kann richtig Karriere machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Mit dem Abitur. Ich werde eine von den ganz weit oben sein. Ja, und du wirst keine Mutter. Ich möchte aber Mutter werden. Ich bin nicht beides machen. Also, man kann doch beides machen. Nee, ist fahren. Raus. Doch, das geht. Hier sollte man wahrscheinlich nicht schwimmen gehen. Nee, das hier ist echt stilles Wasser. Das ist richtig. Ich schwimme irgendwelche alten, ekligen Fische. Wir können auch noch zur Eisenbahnbrücke gehen. Ah, ich glaube, es ist ziemlich gut. Für mich ist es schon zu Hause. Aber ich habe quasi 2 zu Hause. Also meine Mama und hier im Internat einfach. Und natürlich verbringe ich hier deutlich mehr Zeit als zu Hause. Und hier ist auch natürlich viel los. Und, aber man hängt natürlich auch den ganzen Tag mit den gleichen Leuten rum. Immer auf einem Haufen. Moritz und Clarissa sind praktisch nie allein. Wie soll es denn da noch mit der Liebe klappen? Schafft ihr euch denn eigentlich eure, also in diesem ganzen Tross, klar, dass man sich viel sieht und so, wie schafft man denn da für sich irgendwie so einen Zweierraum zu, also weißt du, so
Nicht, unternehmt ihr mal was zu zweit? Also geht ihr zusammen ins Kino oder sowas? Ja, also ich mache ja am Wochenende ganz viel. Wir fahren am Wochenende mal zu mir oder zu ihm und da zu irgendwelchen anderen Freunden. Also das funktioniert ganz gut. Aber dadurch, dass wir also hier die ganze Zeit schon mit Hanatze leben, kennt man das natürlich auch irgendwie gar nicht anders. Deswegen ist es eigentlich vollkommen okay. Und am Wochenende, wir haben jetzt auch im Mai ganz viele verlängerte Wochenenden, dadurch ist das vollkommen okay. Wenn man am Wochenende fährt, man einfach mal so weg nach Hause. Wir müssen zum Fußball. Zum Pussy. Ja, Entschuldigung. Gar kein Problem. Und dann, die Zeit ist auch immer besonders schön. Das machen wir. Abends treffen sich die großen Jungs im Clubraum des Internats. Philipp hat nur noch 6 Wochen. Dann hat er sein Abi. Wenn's gut geht. Komisch, Philipp wollte unbedingt ins Internat, seine Eltern waren dagegen. Aber Philipp hat sich durchgesetzt. Oh, Beatrice, nichts um die Kurve. Es tut mir leid. Die armen Boote. Warte mal. Kontroll. Das ist ein bisschen wie so ein Ausbruch. Hier brechen nicht nur die Internatsschüler aus, sondern auch die Schiffe, die Boote. Ja, die werden mitgenommen. Die sind auf der Flucht. Danke schön. Also ich bin jetzt schon außer Atem, bevor es überhaupt losgeht. Kann man das? Ihr macht doch gar nichts. Ja, mach dir keine Sorgen. Ja. Achso, auf meine Bruder! Drama an der Mauer. Ich mach eh keine gute Figur. Das geht dann. Hey, well done. Das ist mein erster Ausbruch heute. Okay. So, immer 2 Leute. Ich hab da keinen Bock reinzufallen, ne? Nein. Gut. Christoph, hier ist. Was auch ganz interessant ist, ich bin in der 9. Klasse hier hingekommen und dachte, okay, gut, ich bin jetzt stolze 14 Jahre alt. Ich kann nicht mehr erzogen werden. Meine Eltern haben mich schon genügend erzogen. Und so, ich bin reif und ihr kommt sowieso nicht alle an mich ran. Ja. Und da wurde ich dann irgendwann vom Gegenteil überzeugt, weil ich gemerkt habe, dass teilweise auch die Schüler oder also Internatler, Älteren, aber auch vor allen Dingen die Erzieher einen doch enorm noch erzogen haben, auch wenn man es gar nicht gemerkt hat. Ja. Das kann man so sehen. Frau Kluschnick und Frau Muth sind die Eltern, sind die Mütter. Herr Schuld ist der wollige Papa oder der Vater. Herr Meier ist unser Onkel und Frau Radiker ist die Tante. Gibt's viele Paare in Roßleben? In der Schule oder also im Internat? Ja. Nö, weil eigentlich nicht so. Moritz ist im Moment ja mit Clarissa da. Und ansonsten. Hattest du mal eine Freundin im Internat oder hast du eine Freundin im Internat? Nee, ich hatte zwischendurch eine hier aus der Gegend. Aber nö. Ich hab da auch jetzt sowieso nicht, auch keine Zeit zu so. Also. Das tut nicht Not. Ich finde das krass, wenn man sich immer sieht.
Wie? Ich fände das krass, wenn man sich immer sieht. Aber. Ja, das, wenn man einen Ross nimmt, dann sieht man die Leute irgendwie mehr als Geschwister an. Als potenzielle Freundin oder Freund. Ach, Mädels. Alles okay, alles okay. Alter Schwede, alles okay? Jo. Jetzt geht's auch viel leichter. Jetzt geht's auch viel leichter zu paddeln. Ja, ich glaube, jetzt sind wir drin, ne? Nee, das liegt einfach an der Strömung. Aber bild's dir ruhig ein. Christoph, hör auf zu planschen. Du sollst auch hin zu planschen. Das ist ganz schön streng hier, ne? Das ist einfach so. Wenn ich es erkälte, dann kriege ich das ist nicht gut. Ja. Wir müssen natürlich ein bisschen auf uns gegenseitig achten, ist doch klar. Und das macht ihr. So, jede Gruppe macht sein Boot sauber. Mit den Schwämmen. Das geht. Nicht einfach nur so schütteln. Nimm doch einfach den Schwamm. Mach so. Drückst du drauf, ziehst und dann kommt's auch raus. Was würdest du empfehlen? B ist schwer, ne? Mein Name im Holz der Theke. Gleich neben den anderen. Egal, ob man es lesen kann oder nicht. Spuren hinterlassen. Darum geht es auch im Internat. Man sieht's. Ich sehe es. Du siehst es? Mit viel Fantasie. Rossleben. Der letzte Zug fuhr hier vor 6 Jahren ab. Schon klar, warum Eltern ihre Kinder hierher aufs Internat schicken. Hier gibt es nichts. Keine Shops, keine Kneipen, keine Disco. Ob es den anderen auch so geht wie mir in der Nacht? Da bleibt nur die Ruhe und man selbst. Einsam ist das. Morgen, ne? Wie geht's? Auch gut. Ich hab erstmal den Morgensaft aus, wenn der runterfällt. Das ist nicht schlimm. Ich kann nichts beschirmen. Ja. Ich hab früher abends Deckdienst. Ja. Ja, da haben mich ganz viele mal angesprochen und haben gesagt, wenn man meinen Dienst machen kann, so weiß ich nicht, 2 Euro. Das war mal ganz witzig. Das war ja. Ganz egal, von jedem. Da muss man sich meist keinen Weg aus. Morgen ist es Tag. Die Mädchen aus der 11. Klasse schreiben heute eine Bio-Klausur. Für Clarissas Freund Moritz aus der 12. geht's heute um alles. Abi-Zulassung oder eine Ehrenrunde drehen. Wir müssen irgendwie einen Weg gefunden haben.
Wenn ihr kein Wunder passiert, dann seid ihr in der gleichen Klasse, ja? Ja. Aber ich finde, also ich weiß nicht. Es wäre natürlich echt praktisch, wenn er hier bleiben würde. Weil dann müsste ich nicht mal nach Ried fahren. Also schon spannender Morgen. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, chillt das in meinem Bett. Also interessiert das, glaube ich, nicht so ganz. Kann man dir gratulieren? Ja, nicht so. Aber du hast sie? Nee. Hast sie leider nicht gekriegt. Muss leider noch mal. Leider noch mal ein Jahr machen. Das ist gut. Nee. Ja, ist nicht so schlimm. Der erste Sommer nach dem Abitur ist der beste. Alles scheint möglich. Nur Moritz hat schon geahnt, dass es für ihn dieses Jahr nichts wird. Aber da steht richtig Scheiße drin, echt. Das Schlimmste war echt, dass jeder von euch immer ins Zimmer gekommen ist. Moritz, lern doch mal. Ja, ich lerne dann. Wo ist das? In der Zeitung steht ein Bericht über den Abi-Streich. Da war Moritz noch dabei. Im Konfetti-Regen stand er in der ersten Reihe. Das musste natürlich auch reingeschrieben werden. Der traditionelle Abi-Ball steigt am 7. Juli in der Roßlebender Klosterschulmensa. Oh Mann, ey. Wie viel Uhr ist es denn? So schön es im Internat auch sein kann, wenn es nicht gut läuft, ist es schwierig. So weit weg von zu Hause. Schon am nächsten Tag muss Moritz in die 11. Eine Klasse zurück, so sind die Regeln. Nochmal den ganzen Stoff von vorne. Immerhin sitzen Clarissa und Moritz jetzt zusammen in einem Klassenraum. Wir werden anfangen mit der mündlichen Leistungskontrolle. Ihr kriegt gleich nochmal ein bisschen Zeit, das einzulesen, dass ihr euch einfach ein bisschen fit macht. Aber gleich weiter mit Prüfungen. Leistung zeigen. Keine Zeit zum Durchatmen. Also der Muskel bekommt den Befehl zu reagieren. Das bedeutet, und wir gehen zur Schule. Niemand die Roten heute, die Straße oder tun die Dunkler, wie du möchtest. Nach 7 Tagen ist mir klar. In erster Linie ist Internat eine Schule. Aber auch ein bisschen Hani und Nani. Kann ein Internat das Zuhause ersetzen? Ich weiß es nicht. Aber so ein Internatsleben schweißt zusammen. Vielleicht sogar für immer.